Rechtzeitig vor dem Internationalen Tag gegen den Lärm am 24. April hat Neurot 50 Gewinner einer großen Aktion mit professionellem, individuell angepassten Gehörschutz ausgestattet. Im Rahmen der Gewinnübergabe konnten alle Interessierten den Gehörschutz ausgiebig und in unterschiedlichsten Situationen testen. So wurde ein extrem lautes Rockkonzert von DSDS-Star Marco Angelini organisiert, eine Kfz-Werkstätte nachgebaut, Oldtimer-Fahrinstruktor Richard Kahn lud zur Mitfahrt in einem alten Ford Cortina und für Ruhesuchende wurden Massagestühle angeboten. Das alles, um die Menschen zu sensibilisieren, sich vor lauter Umgebung zu schützen. Dadurch wollen wir aufmerksam machen durch unsere Kampagnen, schütze dein Gehör, denke daran, es ist einmalig und wenn du es verlierst, kommt es praktisch nicht wieder. Genauso wie bei vielen Dingen in der Medizin, es ist wichtig, dass man es schützt, bevor es kaputt ist. Wie lange muss man einem Lärm oder welchem Lärm ausgesetzt werden, um definitiv schon Gehörschäden zu bekommen? Bei 90 Dezibel zum Beispiel nur mehr 3 Stunden pro Woche man gefahrlos sozusagen dem Schall ausgesetzt werden kann. Jede Stichsäge zum Beispiel zu Hause hat mindestens diese 90 Dezibel, entspricht einem schweren Verkehrslärm sozusagen. Neurot betreibt diese Aufklärungskampagne gegen den Lärm mit großem Engagement. Neurot ist, wie bekannt, Marktführer in Österreich für Hörgeräte und als Marktführer sehen wir es auch als unsere Aufgabe, dass wir Aufklärung betreiben und jetzt nicht nur Aufklärung zum besseren Hören, sondern auch Aufklärung über die Prävention, nämlich die Lebensqualität zu verbessern, indem wir präventiv handeln und uns einen Gehörschutz zulegen. Genau, also man ist wirklich Belastungen oft ausgesetzt, die nicht normal sind fürs Ohr oder nicht normal sein sollten und da braucht man wirklich optimalen Schutz. Weil sonst wird es irgendwann einmal bergab gehen mit dem Gehör und ja, dann ebenso mit der Musik. Also auch viele weitere Jahre auf der Bühne. Ja, solange ich höre, bin ich dabei. Und so bekommt jeder für sein Anwendungsgebiet und seine Anforderungen den perfekten Gehörschutz mit individuell abgestimmtem Filter. Firma Neurot ist es das Ziel, keine 0815-Produkte herzustellen, sondern wirklich bei uns ist die Maßanfertigung im Vordergrund, also die Anatomie des jeweiligen Ohres, des jeweiligen Gehörganges wird separat abgenommen, wird mit einem Anpassverfahren gemessen, wird dann auch ins Labor geschickt, dort wird es mittlerweile sogar schon mit einem Laser digitalisiert und eben dann das jeweilige Produkt dann gefertigt. Ja. Jene 50 Gewinner, die Neurot mit professionellem Gehörschutz ausgestattet hat, sind nun sowas wie Botschafter des guten Hörens. Und ihre Botschaft wird auch, in einer immer lauter werdenden Welt, nicht ungehört bleiben. Solange es eben Menschen gibt, die in lauter Umgebung einen guten Gehörschutz tragen.